und herzlich willkommen zu einer neuen Infonews aus dem SCS Software Blog. Bevor ich jetzt hier in dieses neue Thema Gebrauchtwagenhändler, was wir in der 1.49, was wir dann erhalten und was wir bekommen, möchte ich kurz darauf eingehen. Wir haben vor 3-4 Wochen, haben wir an SCS einen Brief geschrieben. Nur gleich mal das Hintergrundwissen, ne? Und da haben wir genau das gefordert. Wir wissen jetzt natürlich aktuell nicht, ob wir so ein bisschen der Auslöser waren, also das angestoßen haben oder auch nicht. Ich denke mal, SCS arbeitet schon länger an dieser Geschichte. Aber nichtsdestotrotz finden wir das toll, das, was wir geschrieben haben. Und es wurde uns auch bestätigt, dass das auch natürlich weitergegeben wird an die Abteilung, die dafür zuständig ist. Und das finde ich richtig toll, dass unsere Wünsche, das, was wir auch so geäußert haben, dass das auch wirklich hier umgesetzt wird. Finde ich mega. So, das mal Hintergrundwissen. Kommen wir jetzt nochmal zum Gebrauchtwagenhändler in der 1.49. Was wird das sein? Also das ist natürlich ein Gebrauchtwagenhändler, wo man hier sieht, die LKWs haben schon ein bisschen was auf der Uhr. Man sieht es hier, der Magnum hat fast 800.000 Kilometer auf der Uhr. Man sieht hier, die Schäden hat ein bisschen was mit dabei und. Finde ich richtig gut, denn was kostet der Hobel eigentlich? Steht das da dann hier, was die Kiste kostet? Ja, hier 79.000. Ich weiß nicht, was er im Spiel dann neu kostet. Irgendwas mit 120? Weiß ich jetzt nicht. Ist auch wurscht. Aber man sieht, man hat hier dann einen leichteren Preis, ne? Einen Nachlass. Klar, du hast ja schon ein bisschen Laufleistung drauf. Aber gerade wenn du ein neues Spiel anfängst, ist es bestimmt ganz spannend und interessant, auch mal so zu starten. Wir kennen das ja aus vielen anderen Spielen von SCS von früher, wo es diesen Gebrauchtwagenhändler ja schon gab. Das gibt es ja schon, ist ja nichts Neues. Das gab es ja schon in die alten Spiele von SCS. Ne? Gut, das mal zu dem. Das wird übrigens nochmal kategorisiert, dieses Ganze, indem dass ihr sagt, ihr habt hier drei verschiedene Schadensarten, die einmal die Schäden, kann ein bisschen durch Standardreparaturen behoben werden. Das kennt man, ne? die Standardreparatur. Dann haben wir einmal den Verschleiß von Teilen. Das finde ich eigentlich richtig cool, dass du sagst, okay, ich will nur die Bremse reparieren, weiß ich nicht, Kupplung, Getriebe, keine Ahnung, irgendwie sowas lasse ich reparieren, passt. Und der Rest ist mir Bockwurst, alles was von außen ist, ist doch mir wurscht. Oder halt dann den dauerhaften Verschleiß, ne? Das finde ich richtig cool, dass das hier nochmal untergliedert ist, ne? Man sieht es dann hier eigentlich ganz gut, den LKW, also ihr habt ja die permanenten Schäden, dann der Schaden an sich, das ist dann vom Trailer in dem Fall hier, oder hier vom LKW, das ist dann das Rote hier. Dann haben wir hier das Gelbe, Teile, genau, das andere ist permanente Reparatur, die man einfach so hat. Ne? Und das finde ich richtig gut, dass du es dann hier auswählen kannst, will ich es reparieren, will ich es nicht reparieren, mega. Genau so brauchen wir es, ne? Und wenn du dann bloß hier wie oben 11.000 Euro auf dem Konto hast, da sieht es schlecht aus mit dem neuen Hobel. Da musst du dann natürlich hier gucken, was mache ich, was repariere ich. Wenn ich jetzt hier nochmal gerade drauf eingehen möchte, gerade was das Geld betrifft, wir haben ja auch noch gefordert in unserem Brief, dass der Frachtmarkt, also die Frachtpreise reduziert werden auf eine gewisse Kilometerzahl. 1,20 Euro pro Kilometer, glaube ich, haben wir angegeben. Das ist der aktuelle Kurs ungefähr, den wir benötigen würden, damit wir richtige, reale LKW-Preise, also Frachtpreise zusammenkriegen. Das heißt, du fährst von hier nach Hamburg, sagen wir mal, kriegst du, keine Ahnung, 800 Euro oder so. Ne, warte mal, wie viele Kilometer sind wir von Hamburg? Sagen wir mal 700 mal 1,20 pro Kilometer, dann bist du, keine Ahnung, sagen wir 800 Euro, ist ja wurscht. Dass du ungefähr dann so bist, wie du auch wirklich unterwegs sein musst. Ne? Ganz, ganz wichtig. Und deshalb, also wenn du Spiel startest, kennt man von anderen Spielen, du fängst an mit einem leichten Spielmodus, mit einem mittleren Spielmodus oder mit einem schweren Spielmodus. Diese drei Varianten haben wir uns natürlich auch noch gewünscht. Und diesen drei Kategorien sind dann diese Frachtpreise enthalten. Ne? Also einmal das Normale, so wie wir es hier kennen, dann kriegst du halt mal schnell 3.000 Euro, wenn du mal von München nach Hamburg fährst. Dann einen mittleren, dann kriegst du bloß 1.500 und dann die schwere, das wären dann 800. Ne? Einfach nur so zum Vergleich. Das ist das, was wir gefordert haben mit diesem Brief an SCS. Bitte gebt uns doch die Möglichkeit, wenn man neue Spiel anfängt, mittel, schwer und leicht. Das wäre richtig cool, da einfach nochmal ein bisschen das zu differenzieren. Würde ich ganz cool finden, gerade für die Leute, die auch auf die reale Basis fahren wollen. Ne? Also nicht hier anfangen und gleich Mods Asche haben, lauter LKW-Fahrer einstellen und dann hast du auf einmal 1 Million auf dem Konto und weißt nicht, wohin mit den Kohlen. Dann irgendwie, okay, ist dann irgendwie doof. Ne? Deshalb, diese Varianten wären natürlich hier nicht schlecht. On top haben wir auch noch gefordert, Mautgebühren. Mautgebühren in Portugal kennen wir, du fährst durch diese Ding durch, blippig, wird abgezogen. Haben wir doch in Deutschland auch diese Mautbrücken und jeder kennt es, die LKW-Fahrer müssen in Deutschland Maut bezahlen. Deshalb fordern wir das natürlich auch von SCS, haben wir auch reingeschrieben. Vielleicht kommt das auch irgendwann mal noch mit dazu, weil das hier das Wirtschaftssystem natürlich noch mit on top kommt, das Ganze. Ne? Ob das dann so kommt, wissen wir natürlich nicht, wir haben es gefordert. Ich freue mich auf alle Fälle jetzt erstmal über den Gebrauchtwagenhändler hier in der 1.49.
gespannt, wenn es dann soweit ist. Meine Damen und Herren, wenn ihr auch das so geil findet, dann dürft ihr das natürlich gerne kommentieren. Lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch auf alle Fälle einen schönen Sonntagabend. Macht's gut, bis bald und adios. We'll be right back.